So, guten Abend, liebe Leute. Wir sind wieder mit Ecclesiastes und heute wir lesen den Hammer, den Kapitel 3, der berühmte Kapitel 3, das die Leute viele, viele Mal in das Leben zitieren, unterschiedliche Ideen. Und wir sind auch da, wir auch zitieren diese Kapitel 3, aber ganz von anderer Perspektive. Ich erlaube mich. Also, ich nehme euch zum meine Computer. Moment, ja. So, dann Kapitel 3. Alles hat seine Zeit. Seine Zeit hat jedes Ding unter dem Himmel. Hier kann man die zwei Punkte nicht eine stellen. Das heißt, das ist ein Titel. Es ist ein Titel für diese Kapitel. Mindestens das ist halb Kapitel. Okay? Also, es ist eine bestimmte Zeit für das Gebären und für das Sterben. Eine Zeit für das Pflanzen und für das Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit für das Erschlagen und für das Heilen. Eine Zeit für das Einreißen und für das Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit, um Steine wegzuwerfen und eine Zeit, um Steine aufzulesen. Eine Zeit Prediger. Zeit zum Umarmen und eine Zeit, sich vom Umarmen fernzuhalten. Eine Zeit zum Aufsuchen und eine Zeit zum Verloren geben. Eine Zeit zum Aufbewahren und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Heften. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Sehr wichtige Idee. Eine Zeit zum Leben und eine Zeit zum Hassen. Uah. Eine Zeit, Krieg zu führen. Wie jetzt. Und eine Zeit zum Frieden, hoffentlich. Okay. Also, das ist die erste 8 Verse. Ja, sie reden eine Zeit und eine Zeit. Ja. Ich habe schon gesagt, dass der Buch, diese Rolle Ecclesiastes stereotypisch und grob ist, eine melancholische und depressive Buch wahrgenommen. Ja, ist so überhaupt nicht so. Was sagen Sie über diesen Text? Welcher Geist steht dahinter? Was meinen Sie? Okay, ich frage vereinfachend meine Frage. Ob es ist eine negative oder eine positive Text? Bis Vers 8 inklusive. Ist es gut oder nicht gut? Also ich finde es positiv, weil es heißt, ich muss mich eigentlich nicht darum kümmern, was für Zeit es ist. Es ist jetzt das, was dran ist, ist dran. Das sehe ich. Also wenn Zeit des Friedens ist, dann muss ich keinen Krieg machen. Wenn, ja, also wenn es Zeit zum Säen ist, dann ist es blöd, wenn ich zu ernten versuche. Weil, also es ist eigentlich es bringt Ruhe ins Leben rein. Also es Ich berührt. sehe es auch positiv, weil wenn Jawohl. ein Krieg ist, dann kommt auch wieder die Zeit vom Frieden. Nun, Nathalie, was sagen Sie dafür? Wie gesagt, ich sehe das negativ oder Aha. pessimistisch. Aha. Okay. Ich Also muss wahrscheinlich nicht negativ, aber pessimistisch klingt ein bisschen besser. pessimistisch, ein bisschen fatalistisch. Ja? So würde ich definieren, ein bisschen fatalistisch. Es liegt nicht in unseren Händen. Ja, das ist Fatalismus, eine fatale, eine Schicksal. Also ich muss zugeben, habe schon gesagt, dass ich kenne diesen Text leider zu gut, wie vorlesen diese Kapitel Beerdigungen. Okay? Und das ist auch eine Bräuch ich war mindestens einmal auf eine evangelische
Beerdigung. Es war auch vorgelesen. Also wegen dieser Situationen viele Leute wirklich wie Natalia nehmen diese Texte als etwa negativ, ja, weil es ist verbunden mit Tod, ja, mit einem Fatalismus. Der Mensch stirbt und es ist nicht in unsere Hände. Ja, das ist genau, was sagen wir. Wir probieren dem Familie trösten. Wie kann man trösten, ja, mit dem Lebensverlust? Ja. Also tatsächlich, de facto, die Leute nehmen diesen Text als negativ, wie Natalia gesagt. Aber ich zeige euch weiter, dass Johanna und Eva sich haben recht. Tatsächlich ist es kein negativer Text, keine negative, ja, und sogar positive Text. Und wie bald verstehen wir. Okay, jetzt gehen wir weiter. Der Text, aber diese Kapitel 3, es ist nicht beenden sich nur am ersten acht Verse. Ja? Also diese acht Verse ist das klare Zeit gegen Zeit. Ja? Also zwei unterschiedliche, widersprüchliche Möglichkeiten. Ja? Umarmen und fern vom Armen halten sich Krieg und Frieden, ja, froh und traurig und so weiter. Ja. Also es ist 180% gegen. Also es ist quasi eine radikale Möglichkeit und quasi es ist keine Mitte. Und wirklich, wie kann man eine Mitte zwischen Lebens und Tod schaffen? Was muss man Krankenhaus legen? Das ist auch teilweise lebendig, teilweise tot. Oder was? Halbes Krieg, kleine Krieg wie in Israel, auf, wie gesagt, man auf kleine Feuer, ja, also nicht totale Krieg wie in Ukraine, Russland heute, aber ein bisschen Krieg da und dort. Ja. Ist das die richtige Mitte? Eine rhetorische Frage. Aber passen wir auf. Wir gehen weiter. Also Vers 9. Welchen Vorzug hat der nun der Geschäftige in dem, worin er sich müht? Ja. Ich sah also, dass Gott den Menschenkindern den Drang sich abzumühen gegeben und sie damit zu quälen. Alles hat er sollte mit groß er sein, der Gott. Alles hat er gut gemacht für seine Zeit. Gleichwohl hat er, der Gott, die Ewigkeit ihnen in den Sinn gelegt. Oh, das ist die Idee, das haben wir jetzt am Anfang der Tora gelesen. Am Anfang, die erste Adam und Eva, sie wurden ewiger. Ja, nur wegen der Sünde, sie wurden zu Lebensjahre begrenzt. Also, gleichwohl hat er, der Gott, die Ewigkeit ihnen in den Sinn gelegt, ohne dass der Mensch an dem Werk, das Gott gemacht, Anfang noch Ende findet. Okay, gut. Ich habe erkannt, das ist der Autor, kann ich sagen. Ich habe erkannt, dass es dabei nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und Gutes zu erlangen während seines Lebens. Aber auch, dass der Mensch esse und trinke und Gutes genieße von seiner Mühe, dass alles eine Gabe Gottes sei. Okay, ich habe erkannt, dass alles, was Gott macht, ewig bleiben wird. Im Gegenteil zum Mensch, in die Klammer, ja. Hinzu ist nichts zu tun und davon ist nichts zu nehmen. Gott aber hat es so gemacht, dass man sich fürchte vor ihm, Gott fürchten, indem man im Allen an sein Walten glaubt. Okay, das ist in die Klammer, das Kommentar vom Rabbiner Simon, Dr. Simon Berg. Okay, es steht nicht in dem Text direkt. Okay, das war längst gewesen, schon längst gewesen. Und was noch sein soll, war längst gewesen. So wollte Gott die ewige Ordnung. Ja? Also sehr, sehr fatalistischer Vers. Gibt es keine Neuigkeiten quasi. Und ferne sei ich unter der Sonne an der Stätte des Rechts, das Unrecht und der Stätte die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit. Da dachte ich bei mir, es ist wieder nicht direkt zu übersetzen, ich habe mich ins meinem Herz gesagt. Ja, also das Sinn, es ist korrekt übergetragen, aber nicht wörtlich. Da dachte ich bei mir,
den Gerechten und den Ungerechten wird Gott richten, denn jegliches Ding und auch jegliche Tat hat seine Zeit. Okay, das ist Konsequenz von oben, ja, von erste 8 Verse. Ich dachte nach, Amartya, ich habe in meinem Herzen gesagt, in meinem Herzen wegen dem Reden der Menschen, dass Gott sie auserwählt, um zu einzusehen, dass sie sind, was das Vieh ist. Ja, sehr, sehr optimistische Weltanschauung. Gibt es keinen Unterschied zwischen Menschen und dem Vieh. Ja? Ironisch natürlich. Ja? Denn das Geschick der Menschen und wie das Geschick des Viehes ein Geschick trifft, sie alle, wie das stirbt, so stirbt jener. Und einem Geist haben sie alle, der Mensch hat keinen Vorzug vor dem Vieh, denn alles ist eitel. Okay, also jetzt er erklärt, was es mit Zusammenfassen zwischen dem Vieh und dem Menschen, das heißt Todes, aber im Deklamen, einen Gast haben sie alle, Geist. Also die Vieh, das ist eine sensationelle Nachricht. Hören Sie auf, passen Sie auf, gut. Die Vieh haben Geist, genau wie die Menschen. Also unsere heimliche Kälber, ja, Hunde, Katze und so weiter, sie sind nicht nur lebendig mit uns, sie haben eigenen Geist, genau wie die Menschen. Wirkliche Sensation. Okay? Aber von anderer Seite gab kein Vorzug, alle sterblich sind. Alles geht nach einem Orte, alles ist geworden aus dem Staube und alles kehrt zurück in den Staub. Okay. Wer weiß, ob der Geist der Menschen in die Höhe steigt und der Geist des Viehes in die Tiefe zur Erde? Eine offene Frage, keine Antwort. So erkannte ich, dass nichts besser ist, als dass der Mensch froh sei seine Werke, denn das ist ein Teil zum Arbeiten, Bemühen. Denn wer will ihn hinzuführen, dass er ansehe, was nach ihm sein wird? Eine rhetorische Frage. Gut. Nun, was soll ich sagen? Okay, dann. Wir kommen zurück zum Anfang im Kapitel 3, Zeit zu etwa und Zeit zu etwa. Jetzt, ich frage euch, wir haben gesagt, dass bei uns gibt es 4 Helden in dieser Ekklesiastes-Rolle. Ja? Ich erinnere euch, die Gottfürchtende, die arbeitende Mühende, ja, die Genießende und die Weise. Richtig? Die 4. Jetzt ist die zentrale Frage. Wer ist der Autor von 4 unseren Helden für diese Kapitel 3? Zu wem gehört diese Credo? Was sagen Sie darüber? Der Weise. Okay, Ich würde sagen, logisch. genießende. Warum genießende? Ich habe das für mich ein paar Bemerkungen gemacht und eine Fähigkeit von Genießen ist ein Fatalismus, oder? Genießende Fatalismus. Wie kann man das Ja. zwei so unterschiedliche Punkte verbinden? Ja, weil der Genießende genießt die Sachen, aber mit. Ich kann das nicht erklären, warum. Ohne zu erkennen oder ohne zu denken, warum, dass Gott gibt uns das, Er dass genießt, er lebt seinen Tag, ja. Warum denken wir die Morgen, wenn kann man heute genießen? Ja, Eva, was sagen Sie? ich würde mich dem anschließen, dass zumindest über sehr weite Strecken das der Genießende ist. Ich fasse jetzt mal seine Aussage zusammen. Wir werden zwar alle sterben, aber es gibt ein Leben vor dem Tod. Ja, klar. Also das ist so die Botschaft. Nun, und Johanna, welche Meinung sind Sie? Wer ist die Held, die Der eigentlich Weise für mich, weil das für weiß? mich
Ja. Okay, also grob zu sagen, stereotypisch zu sagen, die viele Leute hängen diese Worte oder zum Gottfürchtende oder die Weise. Weil wir haben gesagt, dass gibt es einen nicht so großen Unterschied zwischen die Gottfürchtende und die Weise. Ja? Die sind alle, beide zwei sind große Weise, große Rabbinerin. Nur eine ist ein bisschen säkularistisch sozusagen und die zweite ist eine religiös gläubig, ja, quasi. Und eine Überraschung, das ist nichts. Nicht die richtige Antwort. Eva und Natalia, sie sind recht. Die ganze Kapital gehört zum Genießenden. Tatsächlich, es steht direkt in dem Text, in der Mitte, ja. Er sagt, wenn du froh von deiner Mühe isst und trinkst, ja, Moment. Ich habe, passen Sie auf. Ich habe erkannt, dass es dabei nichts Besseres gibt. Das ist die beste Möglichkeit des Lebens, als sich zu freuen. Und Gutes zu erlangen während seines Lebens. Und zweiter Teil, aber auch, dass der Mensch esse und trinke und Gutes genieße von seiner Mühe, dass alles eine Gabe Gottes sei. Also muss, wir sehen uns, freuen und genießen, ja, als sich zu freuen, erstes Mal. Ja, also sich zu freuen, ja, und genießen. Ja. Also das ist sozusagen, entdeckt uns die Autor, wer ist der Autor von diesem Kapitel 3? Ja. Es kann sein mehrere Autoren. Ich habe schon gesehen, dass jeder sagt etwa ins die Worte von seinem Kollegen. Aber dieser Text, Kapitel 3, explizit gehört zum Genießenden. Und jetzt, ich wiederhole, was habe ich schon mehrmals gesagt. Die Genießenden vom König Salomo oder vom Alten Zeiten oder vom Heiligen Schriften, wie Sie wollen, es ist nicht die gleiche Genießende von unserer Schöpfungswelt. Verstehen Sie, was ich meine? Die unsere Genießende sagt, ich hole Stücke Machar Namut, iss und trink, weil morgen sterben wir. Das ist ein Zitat von Pirkei Avot, vom Väters, wie sagt man, Sprüche des Väters, ja? Pirkei Avot. Sprüche des Väters. Also, das ist voll säkulär, atheistisch und Gott ablehnende Systeme. Iss und trink, weil morgen sterben. Unsere Genießende, im Gegenteil, er glaubt in Gott. Er ist eine gläubige Person und deswegen sei das alles eine Gabe Gottes sei. Sehen Sie, es kommt gleich auf dem Stelle mit Genuss. Ja? Also die Genießende vom Heiligen Schriften. Er ist jemand, der akzeptiert die Gottes Existenz, die Gottes Weltschaffung und Gottes Führung der Welt jedes Tag und jede Minute. Sind Sie mit mir schon verstanden, dass es ganz, ganz nicht gleich mit heutzutage Genießende ist und trinke, weil morgen sterben wir? Also, dass den Punkt der Welt wahrnehmen von unserer Genießende, die Ekklesiastes Kapitel 3, dass die Gott hat perfekte Welt geschafft. Und es ist gar nichts zu tun, nur den Welt genießen. Verstehen Sie? Und deswegen diese erste 8 Verse, ja, Zeit zum Etwa und Zeit zum Gegenteil, es ist nicht depressiv. Es ist nicht melancholisch und überhaupt nichts.
Es ist eine Preise, ja. Es ist eine gut zu sagen über unsere Welt. Wenn Sie wollen, andere Sprache zu dieser Idee. Auch wenn wir haben eine schwarze Zeit, schwarze Streife sozusagen, es wird unbedingt kommen zu einer besseren Zeit. Verstehen Sie? Das ist genau, was er sagt hier. Ja? Zeit zum und Zeit zum etwa Gegenteil. Ja? Also, die Gott hat die seine Welt perfekt geschaffen. Und manchmal, wir sind nur, hängen uns mit etwa Böse. Tod, Krieg, ja, die Steine wegwerfen, zerreißen, ja, und alle negative Verben, ja. Aber wir ignorieren, weil gleichzeitig steht auch gegen die Möglichkeit, ja, zum Liebe, zum Frieden, zum Steine sammeln, zum Tanzen und zum Freuen, ja. Also, dass diese Zitaten, dass wir der grob stereotypisch mit Beerdigung verbinden, es ist ein bisschen, macht Unrecht zum Charakter diesem Text, ja. Es ist quasi, ich sage euch wirklich, ich lese noch ein bisschen von Vers 8 und dann beende meine Zitat. Am Beerdigung, ich meine, ja. Weil wir sind in meinem Prozess und das ist keine Stelle zum etwa neu zu lernen. Ja, aber wir sind jetzt, wir etwa lernen. Ja, das ist gut. Also können Sie das die Regel, das muss man die ganze Zitate mitbringen. Ja. Und deswegen viele Leute, viele Politiker sagen, meine Worte wurden vom Kontext rausgenommen. Ja, dass es nicht die ganze Zitat ist. Ja. Kennen Sie, es kann sein falsch, kann sein wahr. Wir wissen nichts, ja. Aber auf jeden Fall muss man die ganze Zitate mitbringen oder die ganze Kapitel, die ganze Idee, nicht nur ausgewählte 8 Verse zitieren, ja. Also diese 8 Verse, Zeit zum und Zeit zum etwa gegen, es ist nicht negativ, nicht depressiv. Es ist auch nicht melancholisch, das ist unsere Welt, was können wir tun? Die Konnotation ist ganz im Gegenteil. Das ist unsere Welt. Keine Frage, keine 3 Punkte, sondern ein großes Zeichnen zum Gut. Das ist unsere Welt und das ist gut. Sind Sie mit mir? Okay, also wieder und muss man lernen in unserer Welt durch unser Leben genießen, trotzdem, dass am vierte erste 8 Verse, der erste oder zweite Teil vom Vers spricht etwa negativ, ja? Steine wegzuwerfen, Zeit zum Aufsuchen. Ja, und so weiter und so fort. Ja, Zeit zum Schweigen, Zeit zum Zerreißen, Zeit zum Hassen und so weiter und so fort. Ja. Also, das ist eine positive Text, der unterrichtet uns, unsere Welt nehmen mit ganzer Problematikkeit. Aber nicht konzentrieren sich auf Problematikkeit, sondern die ganzen Bild sehen gleichzeitig. Ja? Und deswegen, es ist schon optimistisch. Es ist nicht nur Tod, Hassen und Kriege in unserer Welt. Gibt es auch Gegenteil. Und das kann existieren gleichzeitig. Also, Vers 9 quasi ablehnt die Systeme vom Bemühenden. Ja? Welchen Vorzug, ja, hat die Bemühende?
Ja? Wie gesagt, dass unsere Genese, sein Punkt ist, dass die Welt ist schon perfekt. Die Genesende will bald lesen seine Credo, sagt nein, 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 unsere Welt ist weit fern von perfekt. Muss man bemühen, um die Welt verbessern. Das ist Kapitel 4, bald. Okay? Also, unsere Genießende, er ist nicht eine Mann, der will arbeiten nicht. Nein, er kommt zu seiner Arbeit, ins Büro, ins Betrieb, im Landwirtschaft, aber er versteht klar seine eigenen Grenzen gegenüber dem Gott. Ja? Er weiß, dass seine Mühe mit ganzem Respekt wird die Welt nicht verändern. Weil die Gott ist Gott und er hat schon die Welt perfekt geschafft. Alles hat er, der Gott, gut gemacht für seine Zeit. Was ist seine Zeit? Ist Kapitel 11. Seine Zeit, es ist Schaffung der Welt. Erste 6 Tage für seine Zeit. Und deswegen er zitiert sogar, dass die erste Adam und Eva sollten unbegrenzlich Leben haben. Ja? Okay? Also ich habe erkannt, dass es dabei nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und Gutes zu erlangen während seines Lebens. Kann man den Akzent in diesem Vers, Vers 12, auf Ende dem Vers stellen, nämlich die letzte der Worte, während seines Lebens. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, am nächsten Welt, dem geistlichen Welt nach dem Tod, es ist kein physischer Genuss. Okay? Also muss man nicht verpassen unsere Welt. Ich habe schon zitiert und ich wieder zitiere. Gibt es eine sehr, sehr interessante und paradoxale Vers vom Talmud. Der sagt nämlich Folgendes: Jeder, der könnte genießen die Werke des Liebes Gott, Talmud meint etwas zu essen. Und hat das nicht genutzt, nicht genießen, wird nach dem Tod am nächsten Welt dem Antwort und Rechnung zum Gott gegeben. Also wir denken stereotypisch, dass eine religiöse Person, eine gläubige Person soll ein Asket sein, meine Hölle leben, ja, Brot essen und Wasser trinken, oder? Eine klassische christliche Vorstellung für Heiligtum, ja? Das ist genau die Menschen, ja? Gibt es sogar wie heißen sie, Dominikaner, Franziskaner, ja? Die Leute, die haben sich gegen Eigentum geäußert, ja? Muss man ohne Schuhe sogar gehen. Ja? Ich denke, das ist Franziskaner. Ja? Sie gehen ohne Schuhe. Ja? Um gezielt arm sein und asketisch sein. Ja? Das ist das Ideal. Talmud sagt nicht, dass es nicht nur, dass es falsch, sogar du sollst bestraft sein, weil hast du die Werke dem lieben Gott nicht genießen, nicht gegessen, nicht getrunken. Ja? Und alles dies gilt während seines Lebens. Nach dem Tod, es wird schon spät. Alles schon spät vorbei. Okay? Also, in anderen Worten, dass während seines Lebens das gezielt unsere Jahre, ja, das ist dringend jetzt. Also nicht zum Morgen, nicht zum nächsten Jahr, nächste 10 Jahre,
Als ich zum Rente gehe, dann. Die Antwort ist nein. Kennen Sie solche Systeme? Als ich Uni beende, dann. Als ich Arbeit befinde, dann. Als ich heirate mich, dann. Als ich Kinder habe, dann. Als die Kinder groß geworden, und so weiter und so fort. Wir können ohne Ende, ja, den nächsten Termin von nächsten Montag, von nächsten Monat, von nächsten Jahr, ja, kennen Sie? Die Antwort ist nein. Es soll sofort, gleich jetzt, während unseres Lebens, nicht zum nächsten Jahr. Okay? Und was? Genießen. Essen und trinken. Matat. Hier kann man Unterschiedliches verstehen unter dieser Vers 13. Von einer Seite, was verstehen wir unter eine Gabe Gottes sei? Stereotypisch, dass alles, was haben wir, essen und trinken, das kommt von Gott. Ja? Das ist das Erste, das kann man sich verstehen. Aber gibt es eine tiefste Bedeutung, und das ist die Möglichkeit zum Freuen sich von Essen und Trinken. Das ist eine Gottesgabe. Verstehen Sie? Das heißt, viele Leute, die wirklich haben gut im Leben, sie fühlen sich nicht perfekt, ja. Es noch stört da und dort, ja. Wenn jemand ein Millionär ist, es ist nicht perfekt. Die perfekt ein Milliardär sein, ja. Ich weiß nicht, wenn ein Milliardär ist, vielleicht er will ein, was ist nächste Trillion, Trilliardär sein und so weiter, ja. Also, die viele Leute bei uns, auch damals, beim König Salomo, sie könnten nicht wirklich freuen durch sein, während seines Lebens. Ja? Das heißt, das ist die berühmte Sprichwort, die Gras von den Nachbarn ist immer grün. Ja? Das heißt, was ist bei mir? Es ist gut, aber nicht gut genug. Bei meinen Nachbarn, oh, das ist die wirklich grüne Gras. Ja? Das heißt, der Mensch schätzt nicht gut genug, was hat er. Und deswegen, er ist nicht wirklich, wirklich nicht so gut. Ja? Es ist bei mir gut, aber kann sein besser. Und wieder, ich zitiere diese Sprüche des Vetters, Perkei Avot. Wer ist die Reiche? Wer heißt die Reiche? Eine rhetorische Frage. Kennen Sie die Antwort? Die Reiche ist, wer die Freude ist in seinem Schicksal. Der Freude ist, was hat er? Okay? Muss man lernen, das ist uneinfach, überhaupt uneinfach. Muss man lernen, froh sein, von was hat er und nicht seine Nachbarn. Denken Sie über diese Idee, dass meine Nachbarn hat besseres Schicksal von mich. Es ist so tiefes Gefühl im Menschen, dass es nicht umsonst dem Antwort über diese blöde Idee, tut mir leid, über die Definition, ja, dumme Idee, gut. Die Antwort für diesen Neid, wo ein Versuch steht, in 10 Geboten. Verstehen? Können Sie zitieren, die relevante Gebote für diese Neid- und Eifersuchtprobleme? Du sollst nicht begehren deines Nachbarn, keine Ahnung, alles Du Mögliche, sollst was auch nicht immer. dem Haus von deinem Nachbarn, der Frau, ja, die Sklave, die Sklaverin, ich sage noch dem Auto, okay, steht nicht in dem Text, das war schon meine Interpretation, ja, und so weiter und so fort. Du sollst nicht neiden deinen Nachbarn. Verstehen Sie, wie dem Gott und Torah versteht, tief ist die Menschen,
Das sogar im Zehn Geboten. Diese Idee, die Gras von meinen Nachbarn ist grüner denn von mich, es steht schon die Antwort. Und was ist die Antwort? Du sollst nicht dorthin sogar sehen. Du sollst auf sie konzentrieren, im gewissen Gut, Sinn, ja? Du sollst auf sie sehen, du hast alles. Was hast du mit zu tun mit deinen Nachbarn und seinem Gras? Schau, du hast alles. Du hast Frau, du hast Haus, du hast Eigentum, Gras, Auto. Warum brauchst du noch Vergleichen mit anderen Schicksalen? Besonders, dass die alle Schicksale nicht in eure Hände. Es ist von Gott. Gabe Gottes sei. Ja? Also, wie gesagt, dass dieses Gefühl, es ist wieder kontraproduktiv. Überhaupt nicht produktiv. Die produktive Idee sagen danke, lieber Gott, was ich habe. Ich habe gut. Ich habe gut genug. Ja? Also, die zweite und tiefste Deutung, was heißt eine Gabe Gottes sei? Das ist eine positive Schauen. Ja? Eine positive Schauen. Es ist wunderschön, was habe ich. Es ist gut, dass mein Nachbar hat ein schönes Auto und sein großes Gras ist noch grün und weiß nicht was. Aber mir ist es egal. Ich danke dem Gott über meine Schicksal. Ja? Ich konzentriere auf mich. Nicht im egoistischen Sinn, sondern in dankbarer Linie. Ich bin gut. Ja? Und das ist Gabe Gott sein. Also ein Neid, eine Eifersucht als Gefühl. Es ist eine Katastrophe, es ist eine Strafe. Ja? Es kann man sein, sogar diese Eifersucht, Mann und Frau, es kann sein eine Krankheit, ja? Eine Sucht. Ja? Heute ist es bekannt. Psychologische Probleme, psychiatrische Probleme. Ja? Also genießen von eigenem Schicksal, eigenem Leben, es ist gut. Es ist eine Gabe Gottes und muss man das lernen, ganzes Leben. Ja? Und ich wiederhole die Idee, wir sind unsere Generation. Relativ zu unseren Vorvätern, leben unvergleichbar besser. Unvergleichbar. Geistlich und physisch, materiell, wie sie wollen. Ja? Auf jedem und jedem Aspekt. Medizin, Wissenschaft, Freiheit, ja? Politische und soziale Entwicklungen. Ja? Unsere Omas und Opas könnten nur träumen, was haben wir. Ohne das haben wir etwa gemacht. Automatisch bekommen wir das. Ja? Also muss man wirklich genießen unsere Zeiten. Denken Sie, weiß nicht was, dass wir leben uns im Mittelalter. Ja? Am besten Fall, was lebt man in einer Stadt? Und wenn nichts, dann ein Blind, Landwirtschaft. Ja? Und wenn es ist kein Regen, dann es ist Hunger und so weiter und so fort. Über Medizin soll ich nicht reden. Brand, Hunger, Kriege, Sklaverei, feudalische Systeme, alles wie Sie wollen. Sie wollen nicht hören dafür. Ja? Mein eine Kollege geäußerte sich, denkst du das? Du hast 2000 Jahre vorgelebt. Das ist deine Generation. Das ist eine Katastrophe. Äußerliche Welt, ja? Und wir sind, naja, Internet ist zu langsam. Verstehen Sie den Niveau von unseren Problemen? Ich kann nicht jedes Jahr, weiß nicht was, nach Amerika geflogen. Oh, es ist ein Problem. Unsere Vorfahren haben gelebt, ohne Amerika kennen überhaupt. Ja? Und so weiter und so fort. Also,
Dieser Vers ist ein sehr, sehr interessanter Vers, Vers 13, der sagt, das muss man schätzen, was hat. Und sagen, danke, lieber Gott. Ja. Also auch essen und trinken und genießen. Ja. Und auch alles, was haben wir, richtig schätzen. Und dann wieder unsere Genieße. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott macht, ewig bleiben wird. Er meint auf erster Linie in unserer Welt. Ja, und deswegen genieße, ablehne die bemühenden Systeme. Ja. Er sagt, wir haben keine Chance gegen Gott. Hinzu zum Gottes Tat. Hinzu ist nichts zu tun. Hinzu ist nichts zu tun und davon ist nichts zu nehmen. Das Ende des Vers ist überhaupt, redet über das andere Thema. Gott aber hat es so gemacht, dass man sich fürchte vor ihm. Okay, wir ignorieren jetzt, was ist in die Klammern. Ja, also das ist ein Thema vom Gottfürchten. Deswegen kann man quasi schätzen, dass diese alle Verse, Kapitel 3, gehört zum Gottfürchtende. Es ist nicht richtig. Wieder. Unsere Genese, auch in seinem eigenen Weg, er ist teilweise auch Gottfürchtende. Das ist interessant. Also, das ist eine. Verbindung zwischen zwei Systemen. Die Frage ist, in welche Proportionen. Beim Genieße, ich würde sagen, dass 80% dann ist es doch Genuss und nur der kleine Teil ist Gottfürchten. Aber es ist nicht null. Es ist nicht null. Ja? Deswegen, was war, das wäre längst gewesen schon. Und was noch sein soll, war längst gewesen. Das ist die göttliche Ordnung. Es ist nicht im negativen Sinn. Es ist nicht im negativen Sinn. Ganz im Gegenteil. Es ist im positiven Sinn. Ja? Dass die Gott hat so perfekte Welt geschuft, dass alles, was wir denken als neu, schon längst gewesen. Ja? So wollte Gott die ewige Ordnung. Gibt es eine Ordnung in unserer Welt? Auch wenn wir denken, dass unsere Welt ist eine Chaos. Und deswegen diese Ordnung, die Gott ist, göttliche Ordnung, dass die erste 8 Verse, Zeit zum und Zeit zum etwa gegen, ja, das ist gewisse Ordnung. Das ist genau wie forschen und verstehen probieren, was ist genau die richtige Ordnung, was ist die richtige Proportionen, wann bestimmt sind die Zeiten zum Krieg und zum Frieden. Jetzt aber die Genießende auch versteht die Problematikkeit in unserer Welt. Ja? Und ferne sah ich unter der Sonne an der Stätte des Rechts, das Unrecht und an der Stätte der Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit. Ja? Also das ist schon die Bemühende, er probiert die Antwort. Das Kapitel 4, vielleicht nächste Unterricht schauen wir. Das heißt, die Bemühende, er nicht bemüht über seine Bankkonto. Es ist auch klar. Aber er versteht, dass seine private Genuss, das soll vom richtigen gesellschaftlichen Ordnung zu kommen. Und deswegen, die Geschäftsleute, ja, die sind verantwortlich, mehr nur für eigene Bankkonto, eigene Eigentum. Sie immer probieren, etwas mehr schaffen, ja, sie spenden, ja, sie organisieren die Dinge, ja. Sie manchmal, weiß nicht was, gehen zur Politik,
etwas besser schaffen und organisieren in die allgemeine Gesellschaft. Ja? Also, dass diese Bemühungen, er versteht, das muss man eine richtige, eine, wenn Sie wollen, eine ideale Gesellschaft schaffen. Ja? Das ist, kennen Sie Mannheim, dem Staat? Mannheim, in Baden-Württemberg. Ach ja, die Stadt Mannheim, ja. Ja. Dort, das war mindestens der zentrale Teil der Stadt. Das war eine Probe, damals eine ideale Stadt gründen. Also alles soll richtig sein. Ja, das kommt nach Philosophie von Proudhon und so weiter. Ja, das muss man eine ideale Gesellschaft gründen und das natürlich bringt uns um eine ideale Architektur, eine ideale Formen, ideale Häuser. Schauen Sie ja, dass die, weiß nicht was, die Uni-Gebäude von Mannheim, ja, das ist genau die Zeit, und dass die Leute haben sich bescheiden, was ist die ideale Gesellschaft ist, ja. Alles soll ideal sein, perfekt sein, ja. Es soll nicht schon die Streiten und Disputen, welche Religion ist richtig. Das ist Anfang, die Mittelalter, ja. Jetzt schon vorbei. Jetzt eine interessante, die tatsächliche Diskussion, was ist die ideale Gesellschaft ist. Ja? Also, und das ist die klassische Bemühende. Okay? Aber dass diese Kapitel 3 gehört explizit und exklusiv zu unserer Genese. Er genießt diese Welt. Er genießt göttliche Ordnung. Er hat die Fragen zu unserer Welt. Was zwischen Mensch und Vieh? Ist eine gute Frage. Ja, und nach seinem Glauben haben gesagt, unsere Genese eine gläubige Mensch ist, gibt es kardinale und prinzipielle keinen Unterschied zwischen Mensch und Vieh. Ja? Aber okay, schon eine gute Frage, ist eine andere Frage. Alles geht nach einem Mord, alles ist geworden aus dem Staube und alles kehrt zurück in den Staub. Das ist schon tot. Und deswegen muss man während seines Lebens genießen. Okay? Also, wieder, das ist eine Ordnung, das ist in Ordnung, sterben am Ende nach seines Lebens. Ja? Und deswegen muss man richtig und gut eigene Zeit auf diesem Erde nutzen. Gut, das ist kurz und schnell über die Zeit zum und Zeit zum. Die Fragen. Also, ich würde wahnsinnig gern, weil das ist ja ein Thema für Beerdigungen. Und ich plane schon lange meine eigene Beerdigung und will eigentlich auch meinen Hinterbliebenen eine Nachricht hinterlassen, eine Botschaft, ihnen noch meine letzten Worte sozusagen. Und ich glaube, dieses klassische Trauerkapitel aus dem Tenach zu nehmen und da die frohe Botschaft, es gibt ein Leben vor dem Tod, genießt das, nehmt das, was Gott euch gibt. Das glaube ich, da versuche ich jetzt mal die richtigen Worte zu finden und das so zu machen und das dann also ich meine, ich hoffe ja, dass das noch lange, lange dauert, aber damit ich noch viel vom Leben genießen kann. Aber das würde ich einfach gerne weitergeben, anstatt dieser sad and mad fatalistischen Botschaft, die an dieses Kapitel rankängt wird, die dem immer nachhängt. Also, es ist passt. Ja. Wieder, es ist eine schwer zu verstellen, aber es ist eine gute Text. Es ist nicht böse Text, es ist nicht negative Text. Es ist eine gute Text, die berührt uns, ja.
mit alle schwarzen Streifen und alle schwarzen Prozessen und Dingen. Aber doch, es ist trotz alles darf man und muss man während seines Lebens genießen und nicht dem Gott bedanken, nicht vergessen. Ja? Vielen Dank. Gerne. Also ich wollte einfach mit anderem Licht diese Kapitel 3 vorzustellen. Ja. Einfach andere Perspektive angeben. Ja. Danke. Das ist. Gut, meine liebe Leute, dann, okay, wir müssen weiterlernen. Wie gesagt, das ist ein nicht so großer Text, diese Ekklesiastes, aber viele, viele Ideen. Und wie gesagt, ist nicht unbedingt depressiv und melancholisch, überhaupt nichts. Trägt viele gute Ideen. Ja. Na Ja, gut. danke schön. Dann, ich wünsche euch alle schon noch guten Abend und danke für unser Treffen, das war begeistert mich. Ja. Wie gesagt, wir treffen uns kurz. Das wird in Magdeburg schon, ja, dann Ja. am März. Ja, im März, genau. Purim, Schabbat, jeder kommt in seiner Zeit. Genau. Jeder kommt zu Dankeschön. seiner Zeit. Genau. Ja. Danke, danke. Danke. Und bis Wir nächste Woche. danken Bis nächste Ihnen. Woche. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.